Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute mit der Frage aller Fragen: Wie groß sollte ich eigentlich mein Aquarium wählen? Viel Spaß! Ja, heute sind wir mal wieder mit einem Erklärbär-Video am Start zum Thema: Wie groß sollte ich eigentlich mein Aquarium wählen? Geht vielleicht eher wieder so in die Richtung Anfängervideo, fortgeschrittenen Video. Die Experten bitte aber auch am Start bleiben. Eure Meinung ist nämlich zum Schluss hin vom Video wieder gefragt. Ja, warum greife ich dieses Video auf? Kurze Erklärung dazu. Klar, viele Anfragen ereilen mich, vor allem auch über Instagram, mittlerweile auch über TikTok. Kleine Schleichwerbung, TikTok ist mittlerweile auch am Start, zwangsweise. Und da kommt öfters die Frage: Ja, ich bin jetzt so an der Planung, bin am Überlegen, hätte vielleicht gern den und den Besatz, der jetzt nicht explizit auf eine spezielle Größe abzielt, mal angenommen Garnelen jetzt, und bin am Überlegen, wie groß mache ich mein Becken. Und zum anderen war ich jetzt die Tage mal so am Durchscrollen der Analytics bei YouTube und musste doch mit Erschrecken und gleichzeitig Freude feststellen, einer der meistgeklickten Shorts von mir, ich glaube mit fast 34.000 Aufrufen jetzt in nicht mal 6 Monaten oder so, ist der, wo ich betitelt hatte mit Garnelen oder Fische als Anfänger oder was ist besser für Anfänger, Garnelen oder Fische am Anfang. Und in dem 60-Sekunden-Format hatte ich ja schon angesprochen, das kann man so pauschal eher schwierig sagen. Ich würde weder behaupten, dass Garnelen für einen Anfänger schwieriger sind, noch dass Fische schwieriger sind, und bin dann schon so, wie gesagt, ist halt ein sehr kurzlebiges Format, schon so ein bisschen in die Richtung eher gegangen: Beckengröße ist eher entscheidend für den Anfänger. Und wenn man dann noch explizit sagt, okay, ich gehe vielleicht nur in die 30er-Richtung, dass ich vielleicht eher nur sage, okay, Schnecken, Garnelenbesatz, vielleicht irgendein Zwergkrebs, was in die Richtung, oder ich vielleicht eher sage, Tendenz, vielleicht so 100, 120 Liter Becken, okay, da könnte Fisch XY mit rein. Und das wollen wir heute jetzt nochmal in einem bisschen längeren Format aufgreifen, auf was ihr achten solltet bei der Planung der Aquariengröße. Den Einstieg würde ich einmal mit der Thematik machen: Ihr solltet eure Grundidee setzen und vor allen Dingen auch an eurer Grundidee erstmal festhalten. Ob das dann im expliziten Fall am Ende auch haargenau der in Richtung Besatz wird, Planung wird, wird es ein Amazonasbecken, vielleicht ein Asienbecken, ob es das am Ende wird, sei mal dahingestellt. Aber ihr solltet grundlegend erstmal an dieser Planung festhalten, weil der Punkt ist der: Ich behaupte mal frech, der Otto Normalaquarianer oder die wenigsten von euch werden einfach nur dastehen und sagen: Ja, ich hätte gerne ein Aquarium. Ich habe keine Ahnung mit was, ich will einfach ein Becken mit Wasser haben und Tieren drin. Das geht eigentlich den wenigsten so. Ich sag mal, bei vielen startet die Idee, ich merke es ja auch anhand von vielen Kommentaren: Ja, mich haben zum Beispiel Neonsammler fasziniert, oder nee, ich fand Red Fire Garnelen cool. Ich habe auf einer Messe ein Aquascape gesehen, Biotop-Aquarium, Amazonas mit Schwarzwasser, und viele haben da schon eine explizite Richtung, und das ist auch erstmal gut, und an der sollte man auch erstmal festhalten und darauf aufbauen. Ich würde mich grundlegend nie erstmal auf die Frage versteifen, dass ich sage: Yo, ich bin Anfänger, ich darf nur 100 Liter aufwärts erstmal machen. Das ist absoluter Schwachsinn. Setzt euch erstmal eine Idee. Holt euch Literatur und Information. Das kann entweder über ein Buch sein, über ein Magazin, über Google-Wikipedia-Beiträge, über YouTube-Videos von so Spezies wie mir vielleicht. Und dann sammelt diese Information und schaut mal, was ist möglich, beziehungsweise was haben die Pflanzen und vor allem auch die Tiere für Ansprüche. Dann geht man schon eher in explizite Richtung, dass man jetzt zum Beispiel sagt: Oh, ich hätte gerne ein Becken mit, was weiß ich, Corridoras drin, ein paar Neonsalmler und bliblablub, okay, wir gehen jetzt mal sporadisch von, was weiß ich, 200 Liter oder was aus. Oder ihr sagt: Ja, die Red Fire Garnele hat es mir angetan, da hätte ich gern ein paar Geweihschnecken mit dazu. Ja, dann tun es vielleicht auch die 20 oder 30 Liter Nanobecken erstmal. Und dann kann man diese Idee weiter einschmücken. Was ich euch aber gleichzeitig als Information geben möchte, das ist meine Erfahrung der letzten 20 Jahre und ich kriege es auch immer wieder bestätigt, ist einfach das Thema: Größere Becken laufen stabiler. Punkt, Punkt, Punkt. Aber jetzt kommt der Rattenschwanz hinten dran. Diese Aussage wird sehr oft sehr pauschal getroffen. Gerade auch von Leuten, die sich vielleicht mit dem Thema nicht so, ja, ich will mal sagen, explizit beschäftigt haben. Weil der Punkt ist der: Die pauschale Aussage, boah, größere Becken laufen stabiler, kann ich so nicht unterschreiben.
Der Punkt ist der, es gibt Aspekte, in denen größeren Becken ihre Vorteile haben, vielleicht auch Nachteile, das wird nämlich oft vergessen. Und die möchte ich euch jetzt mal so kurz knackig auf den Punkt erläutern. Diese Grundaussage mit, die laufen stabiler oder die Wasserwerte sind stabiler, setzt sich meist so aus zwei, drei verschiedenen Sachen zusammen. Punkt Nummer eins ist Temperaturschwankung, gerade auch im Sommer. Und das unterschreibe ich. Wenn wir mal wie diesen Sommer zum Beispiel einen sehr wechselhaften Sommer haben, dass mal 2, 3 Tage über 30 Grad sind und dann kackt es wieder komplett ab und wir sind nur noch bei 20 Grad, das kann einen sehr hohen Peak auch in unseren Aquarien geben. Natürlich vorausgesetzt, unsere Wohnung ist nicht klimatisiert und drinnen temperiert sich es dementsprechend auch wie außen, Thema Dachgeschosswohnung oder sonst irgendwas. Kellerwohnung natürlich wieder außen vor. Weil ihr müsst überlegen, umso mehr Wassersäule, umso mehr Wassermasse, umso länger braucht das Ganze, bis es auftemperiert. Wenn wir hier einen Sommer wie letztes Jahr haben, wo vielleicht mal 2, 3 Wochen am Stück 30 Grad sind, dann brauchen wir auch uns um das 500-Liter-Becken keine Gedanken zu machen. Auch das wird sich höher eintemperieren. Aber dieser Puffer ist definitiv da in dieser Form und das macht halt bei Temperaturschwankungen durchaus einen Unterschied. Das würde ich dann aber explizit auf meine örtlichen Gegebenheiten beziehen. Ihr wisst am besten, wie es bei euch in der Wohnung ist, ob ihr sagt, okay, hier kann es draußen 2 Wochen lang 35 Grad sein, bei mir drin sind es trotzdem nur 24, 25, dann ist alles in Ordnung. Und da greifen wir direkt das nächste Thema auf, Puffer. Es wird den Becken oft hinterhergesagt, den größeren, dass die wassertechnisch oder filterungstechnisch mehr Puffer haben. Würde ich im Prozentualbereich, im kleinen Prozentualbereich vielleicht unterschreiben, aber auf die Masse hingesehen definitiv nein. Die Filterbakterien entwickeln sich oder bilden sich immer der Futtermenge entsprechend, sprich das, was als Nährstoffe, als Abfall vielleicht von Fischen, Laub, Futterresten, Ähnlichem anfällt, entwickeln sich diese Bakterien. So, jetzt spinnen wir den Faden mal weiter. Wir haben ein kleines Becken mit vielleicht nur ein paar Garnelchen drin. Machen wir das jetzt mal auf einen Prozentsatz von einfach mal 5%, dass wir es als Beispiel haben. 5% in Relation zum Wasservolumen. Jetzt einfach mal so als Zahl. Jetzt haben wir ein 500-Liter-Becken mit Malawi-Buntbarschen drin. Die fressen wie Scheunendrescher und tun auch dementsprechend. Ne? So, da haben wir vielleicht auch 5% der Wassersäule. Merkt ihr schon was? Ihr hättet bei beiden ein recht ähnliches Verhältnis, da sich die Filterbakterien angleichen würden. Klar, setze ich jeweils den Besatz höher, gleichen auch die sich wieder an. Ich würde aber in der Form definitiv nicht unterschreiben, dass wasserwertetechnisch oder verwertungstechnisch gerade so der Stickstoffkreislauf, Verarbeitung, Ammonium, Ammoniak, Nitrit, Nitrat und so weiter, dass es in einem größeren Becken effizienter läuft als in einem kleinen. Wenn das Biotop, das ihr da geschaffen habt, komplett eingestellt ist und astrein läuft, kann ein Nanobecken genauso geleckt laufen wie, was weiß ich, ein 2000-Liter-Becken. Das macht nicht wirklich einen Unterschied. Also das würde ich definitiv nicht unterschreiben. Was ein Aspekt noch ist, das muss ich den größeren Becken lassen. Das ist aber auch wieder so ein bisschen aufs Thema Besatzmenge bezogen. Wie oft bekomme ich es mit, gerade auch bei Anfängern, dass es erstmal mit dem Futter übertreiben. Das passiert gerne bei Garnelenkrebsen und Schnecken, dass man halt mal zu viel reinpackt. Viele, wie ich auch, tun auch abends füttern, vielleicht so 3, 4 Stunden, bevor die Lichtphase zu Ende ist. Das Licht ist aus, am nächsten Tag stellen sie fest, oh je, ein paar Garnelen sind vielleicht schon gekippt, die Wasserwerte passen nicht mehr, ach verdammt, da liegen ja noch Futtersticks drin rum. Wenn ich jetzt mal das an einem Garnelenbecken fix machen würde und hätte jetzt mein 30-Liter-Becken mit, lassen wir es mal 50, 60 Garnelen sein und hätte vielleicht auch mein 200-Liter-Becken mit 400, 500 Garnelen, wenn in dem größeren Becken natürlich dann noch ein paar Futterreste anfallen und liegen bleiben, sind das andere Verhältnisse. Weil man packt ja nicht exorbitant mehr rein. Man packt immer der Menge entsprechend der Tiere rein. Und gerade in größeren Becken, jetzt mal auf Wirbellose bezogen, bei Fischen hängt es immer auch stark von der Größe ab, habt ihr dann theoretisch ein bisschen mehr Wassersäulenpuffer. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Was wiederum ein Nachteil ist, den ich auch sehr gerne anspreche, auch aus eigener Erfahrung, überlegt euch mal als Anfänger, ich sag mal, viele Anfänger gehen stark an das Hobby ran, es ist arbeitsintensiv. Aquaristik frisst viel Zeit, da muss ich mich viel drum kümmern. Ich möchte es aber in dem Fall, weil ihr gerade hier sitzt, trotzdem mal probieren. Und ich sage immer wieder, das ist definitiv nicht der Punkt. Ihr kommt auch wirklich mit sehr wenig Pflegeaufwand sehr gut beim Aquarium hin. Weniger ist mehr. Öfters mal die Flossen außen Wasser lassen ist besser als jeden Tag irgendwas drin rumzukrabbeln. Und vor allen Dingen auch, was die Wasserwechsel angeht. Lieber ein Ticken weniger als ein Ticken zu viel. Ein Becken sollte ein biologisch gut funktionierendes System sein. Wenn ein Becken nur dessen existiert, weil ihr, was weiß ich, einmal die Woche 60% Wasserwechsel macht,
dann stimmt der Normalfall auch mit dem Biokreislauf bzw. mit dem kompletten Biotop in der Form nicht. Ausgenommen sind da wieder Thematiken wie zum Beispiel Aquascapes. Da wird häufig hergegangen und die Becken überdüngt. Diese überdüngten, diese zu vielen Nährstoffe muss man natürlich rausholen, sonst kriegt man dementsprechende Algen. Deswegen im Aquascaping werden mehr Wasserwechsel gefahren. Das ist aber oft den Nährstoffen geschuldet. Da bin ich auch immer noch ein Verfechter dessen. Wenn man sich wirklich effektiv die Zeit nimmt und haargenau seinen Nährstoffhaushalt der Beckendynamik angleicht, wieder unser Lieblingswort Beckendynamik, dann braucht man beim Aquascape nicht so viele Wasserwechsel. Nur das ist ein sehr intensives Thema. Das ist auch ein Thema, was regelmäßig überprüft werden muss. Nur weil ich jetzt, sag ich mal, nach Woche 5 mein Becken perfekt mit der Düngung eingestellt habe auf Pflanzen XY, heißt das nicht, dass es in 2-3 Wochen immer noch so ist. Die Bakterien verändern sich, auch die Bakterien fressen einem stellenweise Nährstoffe weg und vor allen Dingen die Pflanzen wachsen ja verschieden. Vielleicht tut sich mal die Rotala da hinten mehr verbreitern, die braucht was weiß ich mehr Eisen, dann kommt vorne die Areocaulon mehr. Dementsprechend, das muss stetig angepasst werden. Deswegen im Aquascape gibt es meistens größere Wasserwechsel, das vielleicht auch nochmal als Info nebenbei. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Nachteile. Größeres Becken, meist auch mehr Wasserwechsel von der Menge her, wenn mal einer ist, weil nehmen wir 10% von einem 30-Liter-Becken, sind wir bei 3 Liter. Nehmen wir 10% von einem 200-Liter-Becken, sind wir bei 20 Liter. Ihr habt mehr Wasserdurchsatz bzw. mehr Wasserumsatz. Und je nachdem, wie euer Wechsel-Setup ist, die wenigsten Anfänger legen sich direkt einen Schlauch oder haben die Möglichkeit, sich einen Schlauch ans Abwasser oder was zu legen, da werden halt klassisch Eimer geschleppt. Und ob ich einmal 3 Liter Eimer schlepp oder was weiß ich, zweimal 10 Liter Eimer, das macht doch schon einen Unterschied. Und vor allen Dingen, ich kenne viele von euch da draußen und es bleibt meist so nach dem ersten Jahr nicht nur bei einem Aquarium und umso mehr Aquarien ich natürlich habe, ja, umso mehr Eimer muss ich dann dementsprechend auch schleppen. Da sind wir auch vielleicht schon bei einem Punkt, ihr wisst, wir sind hier hauptsächlich ein wirbellosen Kanal, möchte man vermuten bei dem Namen Shrimp Paddle. Und der Punkt ist auch der, wenn ich überlege, dass ich sage, oh, das wird mir gefallen. Es gibt ja wirklich explizit Aquarianer, die sagen, okay, ich möchte einfach nur mein Amazonasbecken, das fasziniert mich, das sieht super aus, das möchte ich genauso haben, wie es da steht. Dann gibt es aber auch viele, die sagen, oh, ich hätte Bock auf so ein Red Fire Garnelen Setup und nee, Boas würden mich auch interessieren oder so ein Sulawesi Setup, das wäre auch wirklich was, das... Ich würde behaupten, das ist mehr bei uns so in der wirbellosen Szene ein Thema, weil wir halt auch mit kleineren Becken anfangen können. Und da immer schon so vom Planerischen her mal nachdenken, wenn ihr so am Anfang sagt, oh, ich könnte mich jetzt gar nicht so festlegen, ich muss aber mit irgendwas anfangen und ihr schon so im Hinterkopf spürt so, es wird wahrscheinlich nicht das Letzte sein, habt ihr natürlich planerisch mehr Freiheiten mit kleineren Becken. Ich könnte hier theoretisch sagen, wenn es konstruktiv der Schrank hergehen würde, okay, ich klatsche dann 200 Liter Becken drauf. Oder wie in dem Fall habe ich halt 3 kleine drauf. Würde ich 20er draufpacken, würde ich sogar 4 Becken draufkriegen. Und so könnt ihr das Ganze auch ein bisschen effizienter nutzen. Und das ist halt auch so ein Nachteil, den ich vielleicht an größeren Becken sehe, weil ihr stellt euch ein großes Becken hin und dann scheitert es halt bei vielen dann schon am Platz, dass sie sagen, boah, ich hätte gerne noch ein zweites, aber habe jetzt schon die komplette Freistelle vor meiner Wand komplett vollstehen. So, und jetzt kommen wir auch schon zum, ja, ich würde mal sagen, letzten Punkt, wo vielleicht noch ein Vorteil bei den großen Aquarien zu setzen ist. Ich merke es gerade auch bei mir, wobei ich nicht sagen möchte, dass ich da so der Otto-Normal-Aquarianer bin oder vielleicht auch mit dem Otto-Normal-Nervenkostüm. Ihr habt in größeren Aquarien die Pflege im Aquarium, würde ich sagen, schon ein Stückchen einfacher. Weil wenn ich mir überlege, wenn ich hier stellenweise mit Pinzetten und Kram drin rumkruschel, in einem kleinen, engen Aquarium und ich mit meinen großen Flossen, das ist manchmal Worst-Case-Szenario. Oder wo ich das Hawaii-Garnelen-Setup gemacht habe, stundenlang diese kleinen Steinchen zu kleben, weil ich diese Idee im Kopf hatte. Und wenn ich überlege, hätte ich das vielleicht in einem 120-Liter-Setup gemacht, okay, dann hätte ich vielleicht nur Steine genommen, die, was weiß ich, so groß wie ein Golfball sind. Das sind halt immer die Dimensionen. Man versucht ja auch in kleineren Aquarien vielleicht, oder... in vielen Fällen, kleinere Hardscape-Objekte zu nehmen, um da mehr Details rauszukitzeln, um die Landschaft auch ein bisschen zu größer zu machen, weil was bringt es mir, wenn ich in 30-Liter-Cube einen Backstein reinschmeiße, ne? Jetzt mal blöd gesagt. Und gerade so dieser pflegerische Detailaufwand ist in größeren Becken meist ein bisschen leichter, muss ich ehrlich sagen, wo ich noch mein 250-Liter-Becken hatte, da konntest du mit dem kompletten Arm rein, da konntest du drin rumfuhrwerken, Pflanzen schneiden, sonst irgendwas. Und hier erwischst du dich stellenweise, als wieder irgendwie Finger dir in die Knoten zauberst, um da irgendwie in dem letzten Eckchen hinten noch das Moos ein bisschen rauszuzupfen.
Also da sehe ich doch schon einen Vorteil bei größeren Aquarien, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen eine persönliche Meinung, die ich hier mit einspielen lasse. Das könnt ihr mir auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ja, das soll's zum Thema gewesen sein, welche Aquariengröße für Anfänger, auch wenn ich dich jetzt direkt anspreche als Anfänger, mach dir erstmal deine Gedanken über dein Setup. Du wirst eine Grundidee haben, du wirst sagen, das fasziniert mich, das fasziniert mich. Dann erstmal gucken, passt das überhaupt wertetechnisch? Kann ich die Pflanzen in dem und dem Biotop zusammensetzen mit den und den Fischen? Passen da vielleicht noch Garnelen mit dazu? Oder sind die Fische räuberisch? Fressen sie Garnelen? Passen die Wasserwerte? Und so weiter, dass du erstmal diese Grundidee hast. Und dann baust du das Gerüst außenrum, dein Aquarium. Wie baue ich das Hardscape auf? Dann kommt schrittchenweise alles weiter. Habe ich einen Unterschrank? Stelle ich es auf einen bestehenden Schrank drauf? Wie soll die Lampe sein? Technik, blieb, bla, blub und so weiter. Erstmal Gedanken machen. Grundidee schaffen und das Wichtigste immer, den Tieren gerecht werden. Das ist Punkt Nummer eins und das muss immer ganz vorne stehen bei der Wahl der Beckengröße. Nicht irgendwie die Idee, ich hätte es aber gern so und so groß und das muss schon irgendwie passen. Nein, das Tier steht an Platz 1 und dementsprechend muss auch das Aquarium geplant werden. Wenn du dann größer gehst, in den meisten Fällen, ist das nicht schlimm. Es gibt Fische, da ist es vielleicht nicht so ratsam, in Riesengrößendimensionen zu gehen. Muss ich aber auch ehrlich sagen, ich Wirbellosen-Spezi, bin ich nicht so 100% im Thema. Aber nach oben hin ist bei den meisten Setups Luft, nach unten hin Finger weg. Ja, ich hoffe, dieser kleine Ansatz oder auch dieses kleine Erklärvideo hat euch in der Form weitergefallen. Jetzt noch die Frage an die Experten oder auch die Fortgeschrittenen oder den Anfänger. Was ist euch so durch den Kopf gegangen bei der Aquariengrößenplanung? Nicht explizit jetzt vielleicht bei der Planung, ich packe Pflanze XY rein, sondern was waren so eure ersten Steps, dass ihr gesagt habt, okay, ich will das in das Setup und dann geguckt habt wegen der Größe und gerne auch die Langzeit-Aquarianer mal reinschreiben, wie eure Erfahrungen so waren. Ob ihr vielleicht auch noch Ansätze oder Tipps mit dabei habt, die ich jetzt nicht genannt habe im Video, dass ihr sagt, oh, das finde ich aber bei größeren Aquarien deutlich einfacher, nee, das ist bei kleineren besser, gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich doch sehr wie immer, dass euch das Video in der Form gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über das Däumchen nach oben freuen. Vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute. Euer Nils von Schwimmpaddel. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen aquaristischen Tag. Ciao, bis dann.